Wieso kann er nicht während der Fahrt aussteigen? Also, lasst einfach das Auto weiterfahren. Alles klar. Na, steht sie da unten oder wie? Oh. Ich habe meine Arbeit geleistet. Sorry, Ma'am. Ah. Der Mann hier heißt Jesse. Wir hatten gerade eine kleine Konversation über Richie Doucette. Hören Sie, ich habe nichts getan, okay? Ich weiß rein gar nichts. Ich bin nur die Straße runter. Ich war spazieren und sie hat mich geschnappt. Das ist alles. Du gehörst zur Dixie Mafia. Nein. Ja, ich meine, scheiße. Ich hab's nur wegen dem Geld getan, verstehen Sie? Das ist nichts Persönliches, wisst ihr? Ich bin ja nicht mal bewaffnet. Wo ist Doucette? Er ist in dem verlassenen Vergnügungspark, westlich von hier. Baron Saturdays, was zur Hölle will er da? Naja, das ist nur, weil ihr so ein Chaos macht. Georgie, er dreht durch, er ist auf dem Kriegspfad. Er will Richie tot sehen. Richie hat sich den Rest vom Heroin gekrallt und ist abgehauen. Er wollte abtauchen, bis sich die Sache mit Georgie beruhigt hat. Wie viele Männer sind bei ihm? Scheiße, ich weiß nicht. Alle nehme ich an. Gib mir das Messer. Nein, bitte, nein. Ich hab doch nichts getan. Bitte, ich flehe euch an. Meine Mama, meine arme Mama. Los, hau ab hier. Und tschüss. Er könnte Doucette warnen. Der Junge ist völlig ungefährlich. Der rennt jetzt nach Hause zu Mama. Dein Wort in Gottes Ohr. Das wird uns verdammt teuer. Na dann. Richie erledigen. Natürlich erledigen wir den. Marcano zusetzen. Zutzen. Und raus. So, schauen wir mal, was wir denn so alles erledigen müssen jetzt einmal. Kickback. So, Money zum Abholen. Kontrolliert von hier aus ganze Marien. Okay. Was haben wir denn da? Damals die Mission. Ich hätte gesagt, wir machen jetzt einfach mal die zwei Missionen und das war's dann auch schon wieder. So, ja. Oder haben wir ein anderes Auto irgendwo stehen? Nee, schade. Ja, dann geht schon eine damit. Nee, eine Polizei brauchst du hier überhaupt nicht. Mit dem Auto werde ich nicht mal weit kommen. Hat dafür schön klein! Falls eine Einheit in diesem Gebiet ist, fahrt doch mal vorbei und schaut euch das an. Oh, richtig nice. So, dieser kleine Käfer ist ja richtig cool. Wir sollten nicht allzu schnell sein, also. Und zack. Oh! Kademir. Kademir, wieso sollte ich mich denn anschleichen? Also, Entschuldigung. Gott, vergiss nicht, was diese Wichser diesem Ort angetan haben, Mr. Clay. Ach so, vielleicht ist das jetzt einfach nur mein Örtchen, sage ich jetzt einmal. Genau. Sonst können wir da eigentlich jetzt eh nichts machen, aber wieso wird mir das dann trotzdem angezeigt? Oder gibt es eine Mission vielleicht? Schauen wir mal. Vielleicht, wenn ich zu denen dazu weggehe. Na, keine Interaktion oder sonst irgendwas. Oder vielleicht bin ich auch einfach zu weit weg gewesen. Mit euch irgendwie was zum Labern? Nee. Okay. Und. Okay. Aber da haben wir ja auch noch was. Also das ist einfach nur das mit dem Tresor. Ja, dann hätte ich gesagt, dass wir dann halt die Mission dann gleich mal angehen. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Suche abbrechen. So. Und... Boah, schaut irgendwie eingebrochen aus, aber schaut auch irgendwie einfach aus, wie wäre da kein Glas. Oh, wie süß. Oder, warte kurz.
Nee, das Glas ist dran. Das Glas ist dran. Okay, wir haben doch nicht eingebrochen. Wir haben einfach nur das Auto aufmachen können und dann hat es einfach plötzlich uns gehört. Ganz normal. Ich habe doch gesagt, das Ding könnten wir richtig geilen Vergnügungspark machen. Richtig toll Geld scheffeln. Die Frage ist nur, wie kommen wir da rein? Also das ist wirklich eine gute Frage. Irgendwo muss es doch sicher einen Eingang geben. Okay, die sind einmal alle versch... Ah, da drüben, warte, wie schaut's denn da aus? Das sieht man... Ja, genau. Einmal ich... ja, schlag mal hin. Genau. Zack. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen ungefährlich ist oder so, aber ich würde gerne irgendwie Achterbahn fahren. Also, nee, da kann nichts passieren. Wo? Ah, okay, er hat anscheinend einfach gewartet drauf, oder so. Ich muss endlich mal mit Georgie ins Reine kommen. Er hat auch keine andere Wahl. Sonst sind wir alle gefickt. Wie deine Mutter nach dem Abschlussball. Sicher. Sicher. Komm, wir gehen lieber weiter, Straße. Also, wir können... Und tschüss, halt dein Maul. Willkommen auf der Dankeschön. Boah, das ist jetzt aber plötzlich kommen. Ha! Richtig nett hier. Genau. Der Hosenscheißer ist abgehauen. Zack. Genau, der Hosenscheißer. Ein Süßer bin ich. Oh, das finde ich aber jetzt ganz lieb von ihm gemeint. Ich bin jetzt ein Süßer. Süßer. Leute, Scharfschützengewehr und alle werden Meier. Wir sollten schon runter, also. Wäre natürlich nicht schlecht. Hurensohn. Boah. Na, von da aus könnte ich ihn nicht angreifen. Schaut aber richtig schön aus, Leute. Richtig schön. Will das nicht noch behinderter gehen? Zack. Und zack. Und nice! Tja, also. Da kannst du lang mit ihm noch reden. Davor, wenn dann da vorne, aber sonst haben wir da nirgendwo mehr was. Ja, geh mal runter, genau. Ich will jedes Mal auf Kreis. Wieso drücke ich jedes Mal auf Kreis, wenn ich runter will? Wäre nicht schlecht. Ja, genau. Schnüffel mal da drüben rum, ob da vielleicht eine ist. Also wenn du da einen schwarzen... Sorry, Leute, wenn du da jemanden, der was dunkelhäutig ist, da erkennst, also dann bist du wirklich eine Katze oder so, aber... Und tschüss! Also im Dunkeln wird es wirklich sehr schwer, so einen zu finden. Wie wär's? Spielen wir hier Verstecken oder was? Und tschüss! Tja! Wieso kommt es mir so vor, wir werden sie immer mehr statt weniger? Trotzdem ist es eigentlich nicht mehr so schlecht, wenn ich wüsste. Ah, oh, da kommt dann mal einer. Perfekt. Aber richtig gut gemacht, Leute. Richtig gut. Hoffentlich kann man da irgendwie was ein bisschen ausbauen, weil das wäre richtig cool, Leute. So einen Vergnügungspark ausbauen, wo dann am Schluss ganzen Newborn so kommen werden und so. Also das wäre mal eine richtig coole Idee. Er ist noch hier. So. Kommst du um ihn ab? Hey, Arschloch! Hat Georgie dich geschickt? Da ist ja unser Problem. Ernsthaft? Jetzt geht's dir ans Lederbeutel. Ich werde auf deinem Grab bissen. Verbrenn ihn! Dickerboy, brenn! Uh-oh. Da ist unser
Okay, laufen mal, laufen mal. Wäre nicht schlecht, wenn du laufst. Yes! Du mal kurz nachladen, perfekt. Richtig gut abgezogen jetzt. Frage ist nur, wenn er der Einzige, was brennen wird, bist du. Aber richtig cool, brenniger Balken. Das ist wirklich heftig. Also, das ist schon ein bisschen hart, das gebe ich schon zu und so, aber es ist, man muss aber auch sagen, es hört sich nicht schlecht an. Mein Traumjob. Wo? Erst bleib am Boden liegen. Ich hätte Georgie die ganze Zeit. Gegen Georgie. Okay. Dahin. Krepiert gleich mal. Hui. Nice. Brenn. Komm schon, was ist jetzt mit dir? Brenn. Na? Hat's weh getan. Soll ich jetzt ein bisschen Mitleid haben oder wie? Schau mich jetzt da ein bisschen ganz kurz um. Weiß nicht, weil so eng ist, sollte ich ja doch lieber eine Schrotflinte zulegen, habe ich so das Gefühl. Ich wollte mit diesem ganzen Mist nichts zu tun haben. Etwas spät, um es dir anders zu überlegen. Also raus da mit dir, du Feigling. Sonst erschieße ich dich selbst. Scheiße, verdammt. Na gut. Viel Spaß, eine schöne Fahrt. Eine tolle Fahrt erwartet euch. Nice. Und tschüss. Da gibt's kein Hä. Gibt's nur ein Tschüss. Wo? Der geht lieber in Deckung. Alter, geh in Deckung. So, ja. Und weg ist er. Nice. Da drüben ist aber auch noch einer. Sollte ich unbedingt aufpassen. Da fahren auch wie er geht. Also, wie er geht, wohin er geht und so. Und warte, bevor er ins Licht geht. Nein. Stirb. Oh. Entdeckung! Boah. Knappe Geschichte. Wo ist denn der? Da ist er. Okay, ich glaube, da drüben ist ja eh keine Leiche, außer wenn er jetzt da... Oh. Ja, ich würde sagen, wir sind beim Ausgang. Nice. Lieber wieder Entdeckung. Und wir holen wir uns den erstmal da drüben. Ah, der muss ja sicher dann auch die Leiche finden oder so, habe ich so das Gefühl. Komm und versuch das mal bei mir, Arschloch. Oh, wie süß. Gott, verdammt, wir müssen hey, Bro. Und tschüss. Und Deckung. Hey, Bro. Du steckst hier irgendwo, Süßer. Stinkst. Du steckst, wenn da irgendwo, aber stinken anscheinend riecht man einen dunkelhäutigen. Okay, alles klar. So, jetzt werden wir natürlich einmal den Ausgang hier auch mal. Hi. In der Entdeckung. Ich hab's nicht so mit Kinderkarussells, aber ich glaube an den Rougarou. Rougarou. Der Weg, den wir mit Richie gehen. Der führt uns geradewegs ins Maul dieses verdammten Monsters. Ach, scheiße. Na dann. Genau. Okay. Wow. Boah, der bringt gleich mal. Nice. Und ich hab dieses Arschloch und seine Spießchen satt. Und tschüss. Nice. Die um ihn rum. Ja,
Na, geht, das wird das sicher was bringen. Wo schießt denn da eigentlich einer? Also so wirst du mich sicher nicht anzünden können. Kann ich überhaupt da durchschießen? Ich glaube nicht. Ah, wieso drücke ich immer Kreis? Und zack. In die Eier! Stehst du jetzt eh nicht auf? Wow. Ah, ich habe mir gedacht, er steht auf. Stirb jetzt endlich. Wieso greift er ihn nicht an? Warte, da ist er mit der Schrot. Yes. Yes, yes, yes. Wie muss ich den da? Oh! Puh! Finde. Ja, wir müssen ihn noch immer finden, oder wie? Da vorne ist er, oder was? Da ist er hier. Was haben wir denn hier? Gegendeckung! Motherfucker Jones heiße ich, wenn. Hi! Und tschüss! Oh fuck! Deckung! Maschinengewehr, Alter! Wow. Kommt da noch immer mehr und was? Yes! Zack, zack, zack! Yes! Puh! Und jetzt müssen wir zur nächsten Deckung. Alter! Und? Das ist ein kleiner Wichser. So ist das. Irgendwo? Ja. Oh, yes. Wie, welcher Georgie immer? Ich kenn gar keinen Georgie. Und tschüss. Mist. Ja! Yes! Ich glaube, da kommt was angeflogen. Yes! Alter, das mit den Waffen ist so geil. Richtig chillig mit den Waffen, finde ich. Richtig cool gemacht. Hört sich auch richtig gut an. Tja, das hat er davon mit Brenn. Mist. So viel Munition habe ich auch wieder nicht, dass ich alles verschwenden kann. Kannst du da mal ganz kurz aufhören? Yes. Ich habe mir sofort gedacht mit dem CVC, dass das geht. Stirb! Yes. Jetzt haben wir ihn gehabt. Puh, 8 Schuss nur noch. Das ist viel zu wenig, Leute. Wer weiß, wie viele da noch kommen werden. Ah, die Schrotflinte will ich mir unbedingt behalten, die Pistole. Weil wer weiß, was auf uns da drinnen lauert. Oh, hi. Zack, zack, zack. Komm, stirb. Zack. Erst stirbt er jetzt endlich. Dankeschön. Irgendwo ist aber einer. Darf ich einsteigen? Nee, schade. Na gut, dann gehen wir halt durch mit der Schrotflinte. In der Hoffnung, dass wir jemanden mehr machen können. Okay, der hat sich anscheinend hat er sich verpisst, der eine. Oder ist er einfach nur zu anderen Kollegen gegangen, weil er Angst gehabt hat, der könnte nicht überleben. Hä? Lass mich bloß in Ruhe, bevor du verletzt wirst. Wo ist denn der? Ich sehe ja nichts. Alter, man sieht gar nichts. Richtig geil. Okay, irgendwo kommen vielleicht welche. Nee. Okay. Kommt niemand.
Ja, gehen wir mal da so ins Wasser und so, hast auch recht. Ah, nee, hätte ich mir nicht gedacht. Okay, na, das meinte ich mit der Pistole, aber nice. Ja. Ernsthaft? Stirb, stirb, komm. Yes. Boah, hat gleich mal eine Menge verloren. Und da vorne ist auch noch jemand, glaube ich. Irgendwo da vorne sollte auch noch jemand sein. Aber, nee. Also, sollte ich jetzt wirklich von da von der Angst haben, oder was? Na, der soll ruhig herkommen. Wir vergeuden da sicher keine Munition für so einen Arsch. Und tschüss! Nice! Und weg mit dir. Trotzdem sollten wir aufpassen. Ja, Entdeckung. Was ist denn da drin? Sehe nichts. Okay, aufpassen. Wird's da. Alter, wird's da hier immer größer oder wird's hier immer abgefahrener? Genau, aber dafür hören die wenigstens das nicht. Oh oh. Oh oh. Aber dafür sieht. Normalerweise sollte er nicht sehen. Oh nice. Was soll das denn? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Mist. Oh nice. Und ich lauf wieder, Boy. Lauf. Ja. Mhm. Er schießt ins Wasser. Er schießt es ins Wasser. Wow. Stirb, 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 stirb. Das ist ein. Also da ist ein Motor drin, also du könntest ruhig sterben. Yes! Also, nehmen wir einen Motor, da bin ich ein bisschen hakelig, also ich würde nicht gleich drauf gehen. Aber weißt du, wo der nächste Speicherpunkt ist? Mist. Mist, 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 Mist. Deckung. Wow. Oh Mann! Wieso stirbt. Wieso stirbt er nicht? Fuck. Yes! Also, jetzt ist er mal gegangen. Wie soll ich den mal machen? Zack. Achso, ist er das oder was? Haben wir ihn? Ha. Nee, Mist. Naja, wir könnten es halt probieren, so oft wie es geht, aber ja, ist schon Meier. Cool. Ja, genau. So mögen wir es. Nice. Wo ist na, wo soll er denn sein? Na, wo? Hm. Und öffnen. Deckung? Mist. Oh, yes. Welcher Chargy? Und die Deckung für alle Fälle. Fuck. Fuck. Zack. Und zack. Und zack. Und. Tötungskill oder? Nee, reden wir mal mit ihm. Genau das hatte ich irgendwie vor. Vielleicht verschonen den ja, oder? Er bringt ihn einfach um. Oh. Er wird weggeschleift. Geht's noch? Du musst einen Knall haben. Denkst du, du spazierst hier rein, klaust mein Heroin und keiner merkt was? Ich bin nicht hier wegen deinem Heroin, Richie. Ich bin hier wegen dem, was du mit Sammy und Alice gemacht hast. Ich hatte nichts zu tun damit. Ich hab gesehen, wie du Alice das Messer in den Bauch gerammt hast. Damals konnte ich nichts tun, aber jetzt sieht das anders aus. Scheiße, verdammt. Das war doch nicht meine Idee, hörst du? Georgie steckt dahinter, Georgie und sein alter Herr. Die beiden waren es, die euch killen wollten, nicht ich. Was hätte ich denn tun sollen? Nein sagen? Entweder das oder sicher gehen, dass ich auch wirklich nein, tot nein, bin. Nein, nein, nein. Nicht, nicht, bitte.
Hör zu! Hör zu! Es ist doch Brauch, dass man einen Mann noch ein letztes Gebet sprechen lässt, oder? Du kannst beten auf dem Weg nach oben. Ja! Ja! Nice. Na immerhin, die Kinder können jetzt kommen und ein bisschen spielen. Als ich Richie an diesem Riesenrad hängen sah, war ich wirklich fassungslos. So etwas hat es nie zuvor gegeben. Mafiosi haben sich ja schon immer gegenseitig umgebracht, aber man hing's nicht an die große Glocke. Irgendein Verbrecher isst Spaghetti bei seinem Lieblingsitaliener und kriegt eine Kugel verpasst. Aber das war was anderes. Ich wusste gleich, noch bevor ich die geringste Ahnung hatte, wer es war, dass Richie zur Schau gestellt werden sollte. Lincoln war durch die CIA in psychologischer Kriegsführung geschult worden. Er wollte die Mafia einschüchtern, wollte ihnen zeigen, dass er jeden einzelnen von ihnen töten würde und dass keiner von ihnen es schaffen würde, ihn aufzuhalten. Boah, und das wird er natürlich hoffentlich auch schaffen. Also, wenn wir da jetzt schon die ganze Zeit das alles da so durchziehen und dann auch nicht schafft, dann ist es ja auch ein bisschen frustrierend, oder? So, aber wir werden ja sehen, wie das ja noch alles enden wird. Aber das Wichtigste ist jetzt einmal, wir fahren jetzt mal dorthin, fahren zum Tresor und dann speichern wir mal. Ich weiß ja nicht. Ja, genau. Warte. Zack. Da, genau. Ich hab's mir noch gedacht, weil wir schon letztens einmal da waren, dass da jetzt dann noch die Leiter ist. Und dann vielleicht wieder ein Auto klauen können oder so. Warte, bleiben Sie stehen. Warte, Dame. Da haben wir ein schickes Auto. Ja, das können wir auf alle Fälle planen. Natürlich sieht uns natürlich überhaupt keiner. Alles klar. Und zack. Und ja, wir müssen definitiv einmal zu ihr. Genau. Oh, wir sind gleich um die Ecke. Na, dann fahren wir halt einfach rückwärts. Und zack. Ich hätte gesagt, die Garage, die ist eh immer so leer. Also wir könnten da ruhig einmal auch ein bisschen Platz machen. Zack. Und zack, da haben wir wenigstens auch den Mist und so ein bisschen Blatt gefahren, haben wir ein bisschen mehr Platz. Ist halt leider das Auto drin. Aber dafür immerhin und wieder ein bisschen du mehr weg. Dort. Das Harlow gehört dir. Es heißt, du hast ihn am alten Riesenrad aufgehängt. Er hat Alice getötet. Hat das ganze Viertel in die Scheiße geritten. Du Set hat gekriegt, was er verdient. Mhm. Der Gerechte wird sich freuen, wenn er solche Rache sieht. Und wird seine Füße baden im Blut des Gottlosen. Aber du weißt, das gilt für beide Seiten. Haben wir das nicht langsam hinter uns? Meine Leute haben ein Problem damit, dass sie jetzt demjenigen unterstellt sein sollen, der Bakker umgebracht hat. Und die Hälfte unserer Männer. Wir sollten mal lieber darüber hinwegkommen. Ich kann nicht jeden Einzelnen auf den Schoß nehmen. Natürlich nicht. Aber wir könnten ein Zeichen setzen. Und wenn du meinem Freund Emmanuel helfen würdest, würde das bestimmt dazu beitragen, ihre Nerven zu beruhigen. Um was geht's? Er kümmert sich um meine Grasdeals, die ich drüben am Bootshaus abwickle. Hilf ihm. Und ich sorge dafür, dass für dich auch was abfällt. Damit wir uns verstehen, ich will an allem beteiligt werden, nicht nur an einem bisschen Gras. Das wird nicht billig, Marcano loszuwerden. Keine Sorge. Ich kümmere mich drum, du kriegst dein Geld schon. Mal sehen, ob sie auch wirklich ihr Wort hält. Bezirksübergabe. Und Cassandra zuweisen, Verbesserungsverlauf ansehen. Passt schon. Nice! Neue Missionen sind auch wieder am Start. Ja, da zum Beispiel. Ja, Tresor. Aha, da könnten wir auch schon. Aha, wir bekommen extra Mission, cool. Aber ich werde jetzt einfach mal zum Tresor fahren. Ich finde, das ist die beste
Idee, was ich haben könnte dabei. Weil es ja dann auch schon wieder ein bisschen so Ende ist hier. Weil wir haben ja auch schon wieder richtig gute Arbeit geleistet. Und schön herumgedriftet auch und so. Viel Schaden genommen. Auf alle Fälle, also den Boss, der hätte uns mehr machen können. Also auf alle Fälle. Wenn da ein bisschen mehr Schaden dabei gewesen wäre. Halleluja, Halleluja. So. Wunderschön die Kurve genommen. So, haben wir es ja eh zum Glück nicht weit. Unser Wohnörtchen ist natürlich komplett hinüber. Also, wow! Gleich mal so ein Sprung. Zack. War mal der kleine eine, würde ich sagen. Steig mal aus, genau. Das ist mein Parkplatz, du Arsch. Oh, komme ich da gar nicht rein, oder wie? Oh, das ist einfach zu dunkel. Das ist nicht merk. Oh, haben wir da was? Ich meine, jetzt dachte, da ist ein Bug oder so. Es ist verdammt dunkel, Alter. Aber hauptsache, das Licht brennt. Genau. Und im Keller sowieso. Und hätte gesagt, bis zur nächsten Folge. Oh, ja. Sollten wir auch reingeben. Zack. Und ein bisschen, immerhin ein bisschen. Haut rein, Leute. Bis zur nächsten Folge. Ciao.